als letztes. Weil ich kann ja nicht manuell speichern, leider. Ja, hier spawnen einfach immer wieder neue Zombies, aber irgendwie... Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Save. Irgendwie bin ich entweder dumm oder der Zombie ist woanders. Gut, dann würde ich einfach sagen, gehe ich jetzt kurz da runter und spiele noch bis zum nächsten Speicherpunkt, weil das ist mir sonst zu riskant, dass das hier nicht speichert. Warum soll ich denn jetzt da lang? Ich wollte doch sagen, ich muss doch hier lang. Na. Toll, jetzt ist hier ein Medikit gedroppt. Ah, super. Na gut, da weiß ich wenigstens, dass hier eins liegt. Ich kann... Oh, cool. Interessant. Might be quicker to cut through there. Ja. Okay, okay. Komm, Junge. Einmal aufs Fressbrett hier. Zack. Okay, bisher hat's nicht gespeichert. Oh, hier wurden fette Dreharbeiten gemacht. Oh, noch ein Medikit. Gut, dass ich mir eins gecraftet habe, ne? Nice, okay. Ja, hier haben wir eine Waffe. Ich will jetzt gerne mal irgendwie einen Speicherpunkt haben. Noch eine Waffe. Speichert das vielleicht, wenn ich was herstelle oder so? Das könnte sein, ne? Zugangsdaten erforderlich. Ah, ja, komm, dann spiel ich halt noch kurz weiter. Dann gehe ich da jetzt kurz rein. Ist okay. Dann gehe ich jetzt halt hier kurz rein. Locked. Ja. But who's gonna stop a break-in? Das ist wohl wahr. Ich glaube, da oben war offen, oder? Habe ich mich verguckt. Hier noch eine Kofferräume. Hier müssten die ja vorne sein, theoretisch. Ne, die sind auch schon aufgebrochen. So, ich laufe nochmal hier rum. Ich habe eine Waffe gefunden. Und ich kann nicht hier auf jeden Fall rein. Hopp. Oh. Mist, das war nix. Easy Snack. Die noch ein bisschen Geräusch gemacht. Wow. Zugangsdaten erforderlich. Okay, ich bin voll geheilt. Ich kann mir erstmal nichts reinpfeifen. Ich würde mich gerne hier kurz umgucken, bevor ich runtergehe. Ich höre doch. Ich höre doch irgendwen. Hi. Was kriegst du da auf dem Boden rum, Junge? Noch ein Medikit. Ich werde verrückt. Oh, hier war die Gaming Area. Ja, ist wie bei mir. Na, ist natürlich blöd da draußen, ha? Huh? An meine Follower. Jetzt ist es auch noch. Jetzt ist auch noch Snapta down. Das Gesicht, wenn du auf einmal all deine Gedanken in dein Telefon tippen musst, anstatt sie mit deinen 50.000 Followern zu teilen. Schickt mir Kraft, Leute. Ich habe gerade das unfassbarste glutenfreie Putensandwich aller Zeiten gemacht. Die Saftigkeit toppt echt alles. Obendrauf knackig frischer Salat und ein paar Spritzer Aioli. Es ist wirklich großartig, mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich hoffe nur, meine Essensvorräte reichen aus. Wieder mal ein grandioser Sonnenuntergang in L.A. Diese Stadt ist echt atemberaubend. Unbedingt Foto anhängen. Marshmallow hat gerade auf ihrer Kaschmirdecke gepinkelt und sich dann darin gewälzt. Ich hasse mein Leben. In Zeiten wie diesen darf man nie vergessen, wie Hashtag gesegnet wir alle sind. Die Lage ist ernst, aber es gibt immer mehr Positives als Negatives. Tut mir leid, Leute, aber das musste auch mal gesagt werden. Lol. Foto von mir im Bikini am Pool anhängen. Okay, Hand hoch. Hat sonst noch jemand die Nase voll von diesem ganzen Zombie-Ding oder bin nur ich es? 50.000 Follower hier. Haben wir hier noch? Jackpot. Ziegenstall-Schlüsselkarte. Jackpot, sagt er. Okay, wir haben eine Schlüsselkarte. Will ich das aufmachen? Hier will ich auf jeden Fall aufmachen. Oh nein, dafür ist das nicht.
Ziegenstall Hauptschlüssel erforderlich. Hä? Okay. Gibt's noch was an Loot für mich? Okay, wir haben aber schon mal die etwas minderwertigere Karte. So, scharfkantiges. Okay, da können wir bestimmt Sachen herstellen. Mit der Karte kommen wir vielleicht ja hier rein. Ziegenstall Hauptschlüssel erforderlich. Ach, fuck you, Game, Alter. Wofür habe ich den gefunden? Nur um die Tür nach außen aufzumachen? Oh. Hier ist offen. Oh Gott. Ah, Ziegenstall. Roy, hat vielleicht einer von denen die Karte? Aua, warum kassiere ich so krass? Das ist nicht so schlimm, hier sind ja so viele Medikits. Mehr meins reinpfeift. Von euch hat aber keiner die Karte gedroppt, ne? Mal jemand anderen Mädchen. Mach mal einen Abgang. So, hier sieht's nicht so aus. Hier kann man aber auf jeden Fall rausgehen. Da chillen welche. Ich trau hier niemandem. Oh. Bargeld. Oh, da kommt einer angeschlichen. Eine, besser gesagt. Die kriegt einen Kick. Ja, das macht denen inzwischen nicht mehr ganz so viel. Inzwischen brauche ich zwei. Medikit. Was ist das für Musik? Ich habe Angst. Der ist auch schon tot. Da ist dann auf jeden Fall noch einer. Huch. Komm. Ja, dann so. Zack. Portemonnaie gedroppt. Nur von der anderen Seite zu öffnen. Wie soll ich denn da reinkommen? Hier ist ein fetter Greenscreen. Hier sind Garagen. In die nicht reinkommen. Okay, da geht's raus. Da sollen wir lang, aber... Ey, das können die nicht mit mir machen. Jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Karte nicht finde. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Zack. Okay, der brauchte nur einen One-Jump ins Maul. Ich glaube, das ist, weil das die Schlurcher sind, ne? Oder wie die heißen. Die halten nicht so viel aus. Sind die Schwächsten. Und dann brauchen, glaube ich, zwei. Oh, hi. Ziegenstall Dan. Die Ziegenstalltypen, die halten ein bisschen mehr aus. Kann das sein? Weil die haben so ein rotes Teil um ihr Level. Aber auch der hat hier nichts für mich. Oh, guck mal. Ich bin Strike. Oh, ich kann das wirklich bewegen. Ja. Gib mir den Strike. Nein. Ja, komm. Boom. Einfach den Strike geholt. Absolute Ehre. Kann ich da reinkriechen? Nein, warum sollte ich das doch können? Okay. Gut. Ja, toll. Herrlich. Immer noch nicht die Hauptkarte. Ich will doch nur die Hauptkarte. Die kriege ich doch wieder von irgendeinem Zombie. Boah, das ist schon cool. Huch. Ich wollte mich ducken, um den ganzen Loot hier zu erwischen. Huch, okay, hier geht's wieder. Ah, moin. Die Geher, die halten inzwischen zwei aus. Oder die haben wahrscheinlich von Anfang an zwei ausgehalten. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Ach, come on, Alter. Ein bisschen Bargeld. Guck mal auf die Karte. Hier ist ein Safe, sobald du den Zombie findest. Ja. Toll. Das ist jetzt wieder die gleiche Kacke. Wo sollen die Zombies denn noch sein? Ah, hier ist noch einer. Ist aber auch eine normale. Aua. Hast du mir gut einen mitgegeben hier. Bargeld. Ich will hier rein jetzt, verdammt nochmal. Halt mal. Oh.
Gut, auf die Idee hätte ich natürlich auch selber kommen können, dass ich das einfach kaputt schlage, ne? Aber das bringt mir ja auch bei dem Safe oben nichts, oder? Oder kriege ich die Karte hier drin vielleicht? Sieht nicht so aus. Die Gute hat noch ein Medikit gedroppt. Hm, hier ist ernsthaft sonst nichts. Wofür bin ich denn hier rein? Warum wollte ich unbedingt hier rein, verdammt? Hm. Da ist noch was ich mitnehmen kann. Okay, hier ging es sonst auch nicht mehr weiter. Hier war die Küche. Draußen haben wir halt noch nicht alle gekillt, ne? Oder? Doch, haben wir. Hm. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Das funktioniert ja echt überall. Ich sehe einfach die Scheiben kaputt nach. Das hätte ich mal eher wissen müssen. Energy Drink, ich dachte Karte, verflucht. Vielleicht ist die. Da ist die. Okay, gestrandet im Ziegenstall. Mikrofon. Oh. Hey, what's up, Cody? Hey, what's up? Watch this. Episode number 100. Can you believe it? It's insane. How did we get here? No idea. Ask our Godies. What I actually want to ask our G-Crew is, have you guys been on that new urban rumor thing? What rumor thing? Oh, check this. Brain eaters. Yeah, right. This sounds like they've got yours already, dude. Oh, come on. Hear me out. So I was at the bar. Dude, you right? Unangenehm. Oh, eine geile Bong hier. Ja, bitter. Wir haben aber noch ein Sammlerstück gefunden. Omen to Killer Trailer. Das hatten wir, ja. Nee, das wollte ich nicht. Hier. Gestrandet im Ziegenstall. Brock. Also reden wir jetzt über das neue Spielzeug, dein neues Spielzeug oder was, Troy? Was? Scope? Sei kein Idiot, Brock. Scope ist viel mehr als nur ein Spielzeug. Das haben wir jetzt schon mehrmals gefunden, aber konnten wir nicht benutzen, weil die Server offline sind, ne? Scope ist eine topmoderne Assistentin. Sie macht alles, was du ihr sagst. Sowas wie eine Erweiterung von dir selbst, die dir das Leben leichter macht. Vollständig anpassbare Stimmausgabe. Die Welt in deiner Hand, ohne dass du die Hände benutzen musst. Sie holt die Zukunft in die Gegenwart. Okay, das ist also deine Sicht der Dinge. Und hier kommt meine, Jamie. Die ist gruselig. Da lacht Jamie. Du bist so ein verdammter Boomer, Alter. Ja, das ist der Sinn der Sache. Du fragst dir was und sie sagt dir, was sie wissen will, was du wissen willst. Nein, das tut sie nicht, aber sowas von nicht. Sie versteht praktisch nie, was ich sie frage. Heute zum Beispiel, da sagt sie zu mir, meinst du raus nach Lissabon? Wenn du möchtest, stelle ich sofort ein Reisepaket zusammen, sodass du L.A. verlassen kannst. Lissabon? Lissabon? Ja, das ist in Europa, glaube ich. Ja, schon klar. Aber was wolltest du wirklich sagen, anstatt raus nach Lissabon? Versaute... Versaute Lesben, was denn sonst? Was? Bei mir weiß Scopey schon, was ich will, bevor ich überhaupt frage. Sie hat nur ihre Probleme mit unanständigen Gemütern. Okay, okay, genug Schleichwerbung für OSK, du Fanboy. Wenden wir uns mal unserem tatsächlichen Sponsor für heute zu. Den erfahren wir leider nicht. Was wir auch nicht erfahren ist, wo wir die Keycard herkriegen. Die uns zum Safe führt, zu dem ich nochmal hin will. Aber ich glaube, den können wir noch nicht öffnen, ne? Yo, chill. So. Mach's gut. Hier waren wir noch nicht drin. Doch, verdammt, hier waren wir auch, aber hier in dem Teil waren wir nicht. Bringt mir aber auch alles nichts, weil ich hier nichts finde von dem, was ich brauche. Hier ist der Safe. Brocks Safe-Schlüssel erforderlich. Das heißt, wir brauchen Brock.
kann man rund gehen. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ich glaube, wir finden die hier erstmal nicht. Kann das sein? Weil ich habe doch hier alles und jeden getötet. Genau wie eben bei dem Anwesen. Und ich habe nichts gefunden. Die Box nehme ich gerne noch mit. Waffe auch. Eine Werkbank hatten jetzt hier keine. Noch eine Waffe. Dein Inventar ist voll. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Hi. Mist, ich drück Unmalkreis zum Ausweichen oder so. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Ah, wir können jetzt aber hier die Tür öffnen, ne? Okay. Aber die nicht. Da kommen wir auch nicht durch. Oh, da sind aber noch voll viele geile Sachen, Mann. Das nervt mich so krass, dass wir auch die Keykarte nicht haben. Ist der jetzt zu blöd für... Ah, guck mal hier. Bist du das vielleicht? Nee. Du bist einfach ein Random. Mach da mal einen Abgang runter. Piss dich. Ich höre aber noch einen schreien, ha? Huh? Ah, hier, guck mal da. Einen einarmigen Banditen. Mach's gut. Da muss ich mich vielleicht mal schlau machen. Vielleicht bin ich einfach blöd und finde die Sachen nicht. Vielleicht findet man die hier aber auch gar nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Ah, hier waren wir schon. Okay. Gut, ich würde halt gern irgendwie speichern, deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt vielleicht nochmal hoch zu dem anderen Haus und stelle irgendwas an der Werkbank her, weil ich kann mir vorstellen, dass das dann speichert. Und dann mache ich mich mal schlau, wo ich die Sachen finde für die nächste Aufnahme, weil bevor ich hier weggehe, wir sollen ja immer weiter weggehen, möchte ich halt gern noch die Safes knacken, ganz ehrlich. Ich möchte schon alles mitnehmen. Noch so. Guck mal hier. Kofferraum des Kastenwagens. Wagenschlüssel erforderlich des Kabeltypen. Okay. Den können wir aufmachen. Man muss die immer erstmal finden. Ah, du bist ein schöner One-Hit. Achso, hier ist wieder. Da kann ich die Batterie wieder rausnehmen, theoretisch. Okay. Cool. Ja, das bringt mir alles erstmal nichts. Hier muss ich hoch, ne? Warte mal, da liegt noch. Das hätte ich ja fast über. Ah, die Schaufel kann ich nicht mitnehmen. Habe ich irgendwie hier so einen Scheiß, der weg kann? Eine coole Schaufel, habe ich den mitgenommen? Nee, habe ich vergessen. Hier kommen wir auch nicht rein. Oder meint ihr, die sind bei denen, die One-Hits verteilen? Diese. Oh, ja, die Schaufel gleich mal ausprobieren. Das könnte halt auch sein. Ich kann ja nochmal. Aua. Ich kann ja nochmal gucken, wie die hier so heißen, die Zombies. Halten die denn. Ihr seid einfach nur Schlurfer. Schlurfer. Geher. Läufer. Ja, aber das sind nicht irgendwelche speziellen Zombies, ne? Außer, dass die halt voll stark sind. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Haus. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Ich gehe nochmal zur Werkbank. Oh, hi. Ja, wenn das die besonderen sind, dann heißen die so, das weiß ich. Okay. Da waren wir auch noch nicht. Oder ist das das Haus von... Ach nee, das ist das Haus von Dings, ne? Ah, ja, ja. Okay, okay. Gut, dann stelle ich jetzt an der Werkbank irgendwas her und hoffe, dass es dann speichert, so. Wenn ich jetzt hier die Sachen repariere, beispielsweise. Stufenanpassung.
kostet das? Ich kann das bei all meinen geilen Waffen machen, ne? So, dich kann ich verschrotten. Ich auch. Stufenanpassung ist nice. Kostet das was? Habe ich jetzt nicht gemerkt, ob das Geld kostet, diese Stufenanpassung. Kann man nicht bei allen machen, ne? Wobei, hier könnte man es theoretisch machen. Na, ich habe nichts, was geht. Okay, sonst alles repariert. Ja gut, die Schaufel habe ich jetzt zweimal gehittet. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt hat es gespeichert. Perfekt. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, mache ich einen kurzen Break. Habe ich jetzt auch noch eine Folge mehr aufgenommen. Ich werde mich mal schlau machen, wo ich diese ganzen Leute finde. Das würde ich nämlich gerne noch machen, bevor ich hier weggehe. Sowohl die zwei Safes knacken, als auch die Schlüsselkarte finden. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Dead Island 2. Macht's gut, Leute. Ciao.